erstmal herzlich willkommen. Das Auditorium füllt sich so langsam. Das ist schön zu sehen, wie viele wir heute wieder hier haben. Wir haben hier eine Live-Übertragung. Das ist der erste Teil. Den Folien wird live übertragen. Die Diskussion ist nachher, und dann könnt ihr auch offen sprechen, nicht übertragen. Das heißt, das wird nicht aufgezeichnet, auch nicht übertragen. So könnt ihr dann einfach, wie sagen wir in Berlin manchmal so schön, die Sau rauslassen. Gut, dann möchte ich kurz vorstellen, wer heute auf dem Panel ist. Eine, sag ich mal, kleine Premiere, weil wir das bisher als Format vom Programmkomitee nicht so gehabt haben. Wir freuen uns natürlich umso mehr, dass wir das diesmal anbieten können. Ich gehe mal von rechts durch. Der Cedric, die Annika und der Falk, vielen schon bekannt, aber sie werden sich selber auch noch mal ganz kurz vorstellen. Vom zeitlichen Ablauf her nur ganz kurz, Viertelstunde Präsentation. Dort wird so ein bisschen ihre Eckpunkte und so weiter erklärt. Und wir werden dann im zweiten Teil die Diskussion haben. Und damit wünsche ich uns viel Spaß und die Bühne ist für euch. Ja, kurze Vorstellungsrunde. Ich glaube, Annika steht oben, die darf anfangen. Genau, ich bin Annika, ich bin Staff Software Engineer bei GitHub, sorge also für alles, dass Pakete bei GitHub fließen und ja, seit 2 Jahren. Jo, ich bin Cedric oder auch Sedi, viele kennen mich vielleicht auch aus dem Chaos. Ich bin Senior Software Engineer bei Microsoft, aktuell auch Tech Lead und ich kümmere mich eigentlich hauptsächlich darum, dass also nicht SRE im Sinne von wir verhindern, dass der Service offline geht, sondern ich kümmere mich darum, was passiert, nachdem der Service offline ging und dass die Learnings einfach auch in der Organisation landen und das nicht einfach nochmal passieren kann. Ja, ich bin Falk, ich bin Tech Lead bei der Northern Data. Ich kümmere mich eigentlich um den ganzen Data Center Betrieb mit, mache tatsächlich auch Management. Das heißt, ich mache wenig Technik, aber das werdet ihr gleich hören. Gut, worum geht's? Wir haben uns für den Talk mal so 2 Personas ausgedacht, damit wir uns an was langhangeln können. Zum einen die Alexandra ist totaler Nerd, macht als Network Engineer einen super Job, merkt irgendwann, dass sie gerne mehr Verantwortung übernehmen möchte, sich beruflich weiterentwickeln will. Ihr Chef oder ihre Chefin merkt dann aber, so ja, mit Menschen ist nicht so, fühlt sie sich unwohl und vergräbt sich lieber in Technik. Und dann haben wir noch die Julia, die hat ein gutes Technikverständnis und Überblick, tut sich aber so mit knackigen Problemen irgendwann schwer und kommt nicht mehr weiter. Hat aber ein Händchen für Organisation, übernimmt bei Ausfällen die Koordination vom Team, kümmert sich um Request for Outages, macht die Schichtplanung für den On-Call und ähnliche Dinge. So, dass man so mal 2 Leute hat, an denen man sich ein bisschen langhangeln kann. Dann haben wir mal so ein bisschen Karrierepfade aufgemalt. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Das Ganze fängt an beim Junior Engineer. Das ist üblicherweise so in Deutschland nach der Ausbildung oder so zum Berufseinstieg. Geht dann irgendwann in den Regular über. Und so nach ein paar Jahren Berufserfahrung steht da üblicherweise vorne so ein Senior am Titel. Das hängt so ein bisschen von der Firma ab, was wie wo heißt. Aber ich sag mal so, auf diesem Senior-Level geht es dann um die Entscheidung, so was will ich denn machen? Will ich mich weiter in Technik vergraben? Will ich möglicherweise eine Management-Laufbahn einschlagen? In welche Richtung will ich denn? Und was wir so gemerkt haben, es gibt da immer so die Fragen, so was passiert eigentlich, wenn ich Manager werde? Wenn ich Management mache, worauf muss ich mich einstellen? Oder kann ich meine Karriere auch in der Technik machen? Titel sind Schall und Rauch. Wir haben jetzt mal so ein paar Level rausgesucht. Also CD hat mal so ein paar Level rausgesucht. Vielleicht magst du was dazu sagen. Genau. Und zwar, jeder hat das sicher schon mal irgendwie gehört. So, ja, Titel schön und gut, aber das ist ja sowieso in jeder Firma unterschiedlich. Das stimmt auch. So, jede Firma hat so eine leicht andere Definition, was jetzt ein Senior Engineer bedeutet, was ein Staff Engineer bedeutet. Unterschiedliche Karrierepfade. Und es gibt so eine relativ coole Webseite, die heißt levels.fyi, wo man sich das so ein bisschen angucken kann, wie sich diese Levels eben zwischen den Firmen vergleichen. Und wenn man sich das jetzt mal so für die großen Firmen anguckt, so Microsoft, Netflix, dann merkt man eigentlich relativ schnell, dass diese Level dann doch gar nicht so random sind und die sich schon so ein bisschen Gedanken dazu gemacht haben. Und ich finde gerade im Vergleich so Netflix, Amazon, Facebook, Google, es sind eigentlich die exakt selben Level.
auch wenn sie so leicht unterschiedliche Erwartungen haben, Aufgaben mit sich bringen. Und was noch so ein Punkt ist, wenn ich jetzt irgendwo zum Senior befördert werde, muss ich mich dann entscheiden, ob ich Personalführung mache? Nee, muss ich nicht. Ich kann natürlich Projektleitungen machen, ich kann dann das Ganze so ein bisschen reinwachsen. Das heißt, ich kriege nicht gleich die volle Dosis Management auf den Kopf. So ein bisschen die Unterschiede zwischen den ganzen Tracks. Management lässt sich tatsächlich lernen, das ist aber was deutlich anderes als Technik. Weil ich habe keine deterministischen Systeme. Menschen verhalten sich leider selten vorhersagbar. Was mir dabei hilft, ein bisschen Empathie und Menschenkenntnis ist eigentlich so ein bisschen Grundvoraussetzung dafür, wenn ich Management machen will. Ich gehe als Manager weg von der Technik. Ich muss deutlich mehr Politik machen. Das heißt, ich muss mich um viel mehr Befindlichkeiten kümmern als, okay, die Router brauchen ein Software-Update. Was auch tatsächlich hilft, wenn man Management macht, ist, sich ein bisschen selbst zu reflektieren, zu gucken, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wie übernehme ich Verantwortung. Da gibt es ein paar nette Prinzipien zu. Und so ein ganz wichtiger Wahlspruch für Manager sollte sein, take the blame, pass the glory. Das heißt, ich brauche ein bisschen breite Schultern, wenn ich da mit meinem Team stehe und irgendwas ist umgefallen. Wer kriegt den Shitstorm ab, den kriege ich als Manager ab. Andererseits, wenn das Team natürlich on time delivered, dann war es das Team, dann war das nicht ich. Na, von daher, da sollte man sich auch die entsprechend breiten Schultern so ein bisschen zulegen oder abkönnen. Ich habe noch mal so ein bisschen was zu so Managementstilen. Zuckerbrot und Peitsche. Es gibt da so die klassische Führung, so ich Chef, du nix. Das findet man leider immer noch sehr häufig. Gerade so im deutschen Mittelstand ist noch ganz viel Order the Mufti und du machst das jetzt, weil ich das sage. Dann geht es so ein bisschen weiter. Es hat sich in den 50ern entwickelt, dass das Management by Objective, MBO, von Peter Drucker. Das heißt, guck mal, hier sind die Aufgaben, das müssen wir erledigen. Dann hat sich bei Intel das Objectives and Key Results, das kennt ihr auch unter OKRs, durchgesetzt. So, das sind die Ziele der Organisation. Versuch mal, deine Ziele darauf runterzubrechen oder schau mal, wie du zu diesen Zielen beitragen kannst. Und dann hat sich so in den 2010ern dieses agile Management durchgesetzt. Und so, ja, ungefähr da lang diese Richtung, das müssten wir machen. Und was dabei ganz essentiell ist, ist so ein Wandel. Das heißt, die Verantwortung oder die Aufgaben liegen immer weiter bei den Mitarbeitern. Das heißt, ich habe als Mitarbeiter immer mehr Verantwortung. Damit kommen einige Führungskräfte nicht so richtig klar, weil sie dann die Kontrolle verlieren. Aber ich glaube, das ist so die Richtung, in die das Ganze hingehen muss. Und weil ich kann mich als Manager nicht darum kümmern, dass ich jedem in meinem Team morgens sage, heute machst du das, heute machst du das. Das funktioniert nicht. So, und dann kommen wir gleich zur Fishbowl. Das heißt, wir möchten euch an der Diskussion teilhaben lassen. Wir kriegen gleich hoffentlich noch ein paar Stühle hier nach vorne, damit wir uns nicht eine Dreiviertelstunde die Beine in den Bauch stehen. Gibt es so ein paar Regeln dazu. Erstens den anderen immer ausreden lassen. Es sollte immer nur einer zur Zeit reden. Und jeder darf mit auf die Bühne. Aber wie gesagt, immer nur einer zur Zeit. Stefan wird für uns so ein bisschen die Moderation machen. Und ich glaube, damit sind wir mit dem Folienteil soweit durch. Ein bisschen schneller als gedacht. Dann erstmal vielen Dank für die Einführung. Wir haben ja schon eine ganze Menge jetzt gehört. Ich denke mal, da sind auch die einen oder anderen Fragen. Wir werden jetzt die Aufnahme und die Live-Übertragung, wenn ich richtig verstanden habe, stoppen. Und werden jetzt die Stühle hier verteilen. Also wir haben eine ganz kleine Umbaupause und danach geht's los.